Jetzt geht es um die Frage, wie wechsle ich mein Wachs? Wie kriege ich das wieder aus der Lampe raus? Da gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten, wie man das anstellen kann. Und es ist tatsächlich ganz, ganz, ganz einfach. Also wenn euer Wachs nimmer duftet, dann bitte nicht einen frischen Würfel draufschmeißen, sondern immer das alte Wachs raus und einen neuen Würfel rein. Dann habt ihr auch wieder ganz tollen Duft in der Wohnung. Wenn ihr nämlich zum schon verbrauchten Wachs einen neuen Würfel dazu schmeißt, dann kann das diesen Duft gar nicht mehr so entfalten. Ich habe jetzt hier zwei Schälchen vorbereitet. In einem befindet sich flüssiges Wachs und im anderen festes. Und ich zeige euch jetzt einfach, wie man das wechselt. Also ich habe hier ganz stinknormale Wattepads. Wenn ich es im flüssigen Zustand wechsle, dann nehme ich mir Wattepads raus. Ich nehme jetzt einmal drei, vier Stück. Ich habe zwei Würfel drin, da braucht man schon ein bisschen was, dass die das gut aufsaugen. Noch besser eignen sich diese Maxi-Wattepads, die großen. Da reichen mir zwei Stück. Ich nehme meine Wattepads und lege die in meine Lampe und dann saugen die sich so richtig schön mit dem Wachs voll. So. Ja, da la. Und dann wische ich da noch einmal rundum und jetzt braucht man noch eins. Dann holen wir den letzten Rest aus, weil zwei Würfel Wachs, das ist doch schon eine ganze Menge. Und ihr seht schon, mein Schälchen wird super sauber und ist bereit für eine neue Befüllung. Noch einfacher funktioniert es im erkalteten Zustand. Schaut dann so aus, also ihr seht schon, das ist jetzt komplett fest. Jeder Neukunde bekommt von mir einen Sensi-Spatel. Schaut aus, wie wenn man es zum Backen verwenden kann. Stimmt tatsächlich auch. Ich habe einige Kundinnen, die nehmen es zum Backen, weil das ist so ein Silikonschaber und hier hinten hat er eine Kunststoffspitze. Und mit der Kunststoffspitze geht ihr einfach hier an der Seite ins Wachs rein und ihr seht schon, dann kann ich die komplette Platte einfach so rauslösen und wegschmeißen. Und mein Schälchen ist super sauber. Sollten da jetzt noch Reste drin sein, kann ich die mit der Silikonseite des Spatels rausholen. Seht schon, ein paar Bröseler kämen nur raus. Und dann ist auch hier mein Schälchen super sauber. Und ich kann einen neuen Würfel reinschmeißen.